Hallo und herzlich willkommen zurück zu Masters of Orion, zusammen mit dem Valvorik. Servus und hallo. Und dem Anoholik. Mond sind's. Sind wir gestrandet im weiten, weiten Universum und forschen, wo es das Zeug hält und produzieren ein bisschen und Nahrung gibt's auch. Wir lassen auch Leute verhungern, Steuern zahlen. Es ist alles dabei, was eine gute Soap braucht. Action fehlt halt ein bisschen, aber Mord und Totschlag, da kommen wir auch noch hin. Spul's mal zu Folge 25, wenn es soweit ist. Dann reden wir mal über den ersten. Gute Aliens, böse Aliens. Reden wir mal über den ersten kleinen Krieg. Gut. Ich habe meine Forschung fertig gehabt. Miniaturisierung Raketenstufe 1. Merkulit-Rakete. Okay, geil. Der atmosphärische Erneuerer ist zwar nicht stark genug, um das Klima eines Planeten zu ändern, er kann aber die Atmosphäre nahegelegener Bereiche so lebenswert wie möglich erhalten. Okay? Er kann auch sonst nichts. Cool, und ich kann meine Fregatte damit aufrüsten. Zack! Fregatte ist aufgerüstet und hat nun Laserkanone, Neutronenblaster und Merkulit-Rakete. Geil. Haben die dann alle von meinen jetzt oder erst die neuen, die ich baue? Nee, du musst, ich habe das vorhin, als ich mein Schiff repariert habe, du musst dann, da, wie bei Stellaris, dein Schiff zu einem Raumhafen oder so zurückschicken und darauf aufrüsten klicken. Was ist ein Raumhafen? Wo habe ich den Raumhafen? Reicht mein Planet auch? Weiß ich nicht, bei mir ging es im Raumhafen. Wo hast du denn einen Raumhafen her? Nee, das ist doch, oder Sternbasis, was weiß ich, wie das jetzt hier nochmal heißt. So, Sternbasis. Habe ich eine Sternbasis hier? Sternbasis, ja, aber ich... Hm. 17, 16. Ich bin durch. Ich hab. Ja, ich musste gerade meine Planeten erkunden, weil das dauert halt ein bisschen. Okay. So, hier. Der erste Fight. Störung. Wie enttäuscht er gleich sein wird, wenn es einfach auf Automatik und dann ist Ende. Und dann hat nichts mehr zu tun. Siegchancen ausgeglichen. Pirat Marodeur gegen Fregatte. Kann der echt? Ist echt schade, ein automatischer Kampf. Wie ist denn das? Hast du schon im Singleplayer gespielt? Ist es da anders? Ja. Okay. Hatte ich dir doch sogar gezeigt in der Bildschirmübertragung. Wo ich das selber steuern konnte, wo du noch gesagt hast, ah cool, da kann man so Befehle geben und sagen, der fährt von da darüber. Oh, das habe ich schon wieder alles vergessen. Das Alter. Ja. Ich hoffe mal, dass ich an dem Gasriesen irgendwas machen kann. So ein bisschen was von Endless Space hat es aber auch, oder? Finde ich. Also nicht nur Stellaris, sondern so. Ja, das war auch Wipes. Ganz okay. Auch wenn das auch ein bisschen kompliziert war. Ja, bei Endless habe ich immer das Gefühl gehabt, du konntest selbst 6 Stunden spielen und du bist irgendwie kaum einen Schritt vorangekommen. Aber lustig waren diese Baumwesen, die ich hatte, die dann irgendwie das ganze Weltall so verwurzelt haben. Das war schon ganz geil. So, kann ich jetzt kämpfen da gegen dich? Da hier, automatischer Kampf. Siegchancen gut. Gut, gut. Geht gut. Sag mal, wenn ich nur in das System warpe, wo ein Wurmloch ist, aber nicht zum Wurmloch selbst, überlebt das Schiff? I don't know. Ja, dann mach ich es vielleicht nicht. Ha, nimm das. Trägige. Weil die Reise zu dir wird, glaube ich, ein bisschen dauern. Ja, das dauert ewig. Ich muss komplett einmal um Pudding fliegen, glaube ich. Kann ja nicht durch abkürzen. Ich bin jetzt gerade auf Rotan. Du bist. Bist du bei dem roten Stern oder gelb? Nee, ich bin bei einem blauen. Ein blauer. Du gehst, ein weißer. Du gehst von deinem links auf den weißen. Ja. Dann links auf den orangenen. Ja. Nach links rüber auf den gelben.
What? Ja. Und da oben drüber bei dem Weißen, da bin ich gerade. Okay, und ich fliege jetzt gleich zu dem Gelben. Okay, ich dachte kurz vor der anderen Seite, okay. Der andere denkt sich, what? Wo ist Mundido? Wo sind die da? Deppen. Oh. Das Sternsystem hier heißt Malheur, geil. Kill Malheur. Das heißt eigentlich Malo, aber hey. Jetzt wollen wir mal nicht kleinlicher sein, ne? Malor Brando. Wer kennt ihn nicht? Und wieder ein Zuschauer weniger. Ja. Oh ne, es sind wieder fünf. Hey. Grüße. Eins toxisch. Oh, das ist Gold. Die sind auch ganz toxisch. Boah, der wollte echt nichts zu tun. Jedes Mal ist er schon fertig, ey. Hast du schon irgendwelche Schiffe, mit denen du dich bewegen kannst? Ja. Ich drücke halt immer zuerst auf bereit, weil ich nichts zu tun habe und dann gucke ich mir so die Menüs durch. Ich weiß halt echt nicht, was ich die ganze Zeit mache. Dinge. Im Zweifel sind es doch immer die Dinge. Wir machen Sachen. Poseidonis. Aha. Ich habe tatsächlich meine zweite Kolonie ein bisschen vergessen. Ups. Entschuldigung. Ich habe euch trotzdem noch lieb. Moral 70. Ah ja, das glaubt jetzt auch keiner mehr, Kenny. Ich weiß. Der Zug ist abgefahren. Boah, was bist du süßes? Oh, fünf Bewohner. Moi. Was hast du denn jetzt gefunden? Pluto. Wo kamen denn die Piraten her? Sag mal, wo kommen ihr denn her? Hä? Wo? Wie sind die da aufgetaucht? Da ist keinerlei Piratenbasis. Interesting. Ach, hier vielleicht. Arno, hast du rausgefunden, wie diese Weltraumfabrik jetzt funktioniert? Ja, ich habe schon zwei Sachen gebaut. Ich auch. Beziehungsweise ich baue da meine zweite. Habt ihr die Piratenbasis mit einem Schiff fertig gemacht? Ja, mit einem Zerstörer. Okay. Ich habe nur eine Fregatte. Ich hätte auch nur eine Fregatte, die später dann auch noch mit Anführern und auch mal hochgerüstet, also. Okay. Alles gut. Okay. Angeschlagene Fregatte. Na, guck mal. Beim Einparken hier wurde touchiert. Ja. Einsumpfreich. Winzig und fruchtbar ergiebig. Oh. Womit bist du auf die antarianische Ruine geflogen? War es mit dem Speer, Anno? Nee, das war tatsächlich mit der Fregatte, weil ich habe zuerst eine Fregatte gebaut. Ich bin gerade mit der Fregatte auf. Ich habe hier eine Antarianische. Den Speer habe ich da rausbekommen aus dieser Anomalie. Okay. Man könnte natürlich auch voll farmen, eigentlich, die Piraten, weil sie können nirgendwo anders hin. Sie müssen da raus. Man besetzt das System und sobald ein Pirat geboren wird, pompt man einfach nieder. Aber was bringt dir das denn? Erfahrung, oder? Ich habe bisher noch kein Schiff gehabt, das irgendwie Erfahrung gesammelt hat. Ich auch okay. Nicht. Na gut. Hätte ja sein können. Valvos Spiel funktioniert ein bisschen anders als unser Anno. Ich habe das auch das Gefühl, er spielt was völlig anderes als wir. Spielen wir hier nicht Stellaris, oder was? Eher nicht so. Okay, gut. Was machen wir jetzt als nächstes? Hier kommen. Verluste, Schaden. Aber wollt ihr mich verarschen? Die kommen hier mit Plünderer-Schiffen vorbei und machen noch nicht mal Schaden? Die machen noch nicht mal Schaden, die Deppen? Wieso kann ich denn nicht angreifen? Ich stehe gerade oberhalb von dem beim Planeten von den Piraten. Was kann ich denn machen, um die anzugreifen?
Du musst einmal in dieses Ding selber reinfliegen und dann musst du nochmal extra mit deinem Schiff auf das Ding klicken, wenn du da, dann da bist. Ich konnte die Aube auch nie angreifen, obwohl ich mit dem Schiff genau im Asteroiden-Ding drin stand. Und was hast du dann gemacht? Ich bin einfach weggeflogen und seitdem greifen die immer wieder an. Aber seitdem habe ich einen Militärposten am Rand, wo sie immer hinspawnen. Dann brauchst du eventuell dafür den Zerstörer, weil ich habe irgendwelche Bomben da drauf geschmissen. Ah, okay. Ah. Okay, das erklärt's. Okay, dann könnte ich mir jetzt so vorstellen, dass es in die Richtung funktioniert. Ja, ja, könnte schon sein. Könntest recht haben. Mit dem Zerstörer habe ich auf jeden Fall kaputt gekriegt. Ich weiß gar nicht, wo habe ich denn da? Ich bewache halt da jetzt einmal. Jetzt mache ich das selber, was die gemacht haben. Kriege ich auch einen halben Credit? This is GNN. Antaranisches Portal. Oh, oh Gott. Bote von Antaras. Oh Gott, Hilfe, was seid ihr denn? Oh, Kreaturen seid ihr, dass ihr euch den Boten von Antaras stellt. Unzählige Äonen war meinesgleichen von den dekadenten Orionern eingeschaltet. Alter, wie die aussehen. Ach, sind die auch bei dir? Nette, naja. Freundliche Nachbarn sind die gerade in der GNN-Live-Übertragung, ja. Ja, Bote von Antaras, ab Wiedersehen. Retro-Feuerwerk. Geil wäre es, wenn die im Westen spawnen würden. Ja, ihr mich auch. Ich glaube, die sind bei mir in der Nähe, Balbo. Ich glaube, ich habe die mich gerade gefunden. Okay, genau zwischen uns. Das wäre wieder so ein Stellaris-Ding jetzt, Anno. Wo diese Riesenreiche genau neben mir waren. Mhm. Oh Gott. Wir werden alle sterben. Roter, orangener Stern. Da war auch ein orangener. Neuer Anführer, der Spion. Da ist ein weißer. Das ist so für eine ich brauche keinen Spion. Alter, drei Runden. Nein, du. Oh nein. Was kommt jetzt? Oh. Ah, nee, doch nicht. Hilfe. Sind die neben dir? Ja. Die fliegen gerade auf mein das System zu. Und ich habe gerade kaum was in Angriffsreichweite. Es ist bald das Ex-System. Entschuldigung. Oh, Scheibenkleister. Ich muss mal kurz die Produktion hier abbrechen, entschuldigt bitte. Ich brauche mal kurz Fregatten. Oh, ich kann noch gar keinen Zerstörer machen. Muss man erst freischalten, erforschen. Könnte okay. Sein. Oh shit, nee. Aber ich mach doch keine Forschung. Oh Gott, ich brauch 960. Schilly-Doodle. Oh Leute, kann sein, dass ich gleich schon am Arsch bin. Oh, da wird der Zerstörer. Tja. Mich greifen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Was? Schiffe der Antaraner an, Alter. Was hast du denn gemacht, dass du dich hervorgeschworen hast? Die haben sich auf einmal gedacht, oh, das System ist die ganze Zeit da, jetzt spawnen wir hier einfach mal und kommen in einer Angriffskraft von 67 und in einer Verteidigung von 53. Oh, Alter. Oh, Leute, ey, ich bin eventuell echt hart am Nüsschen, ey. Also ich sag mal so, mein bestes Schiff ist, glaube ich, mein Zerstörer, der eine Angriffsmacht von 6. Wo spawnen die denn, Kenny? Die sind direkt links von meinem das System gespawnt, von meinem Hammerplaneten. Okay. Scheiße. Von diesem weißen Stern da? Ja, Siegchancen sind 0. Kannst du mit denen verhandeln oder so? Aber darauf haben die gerade wenig Bock. Ich versuche mal schon in der Raketenbasis da irgendwie hinzuflanken. Ey. Leute, ihr braucht keine Nahrung mehr, wenn das so weitergeht. Setz mal lieber ein bisschen was in die Produktion, bitte. Oh, holy Mutter. Ich bin am Sorggeil. Kenny, kennst du schon Xanthus, das System? Nein. Okay.
Piratenflotte nahe Pavo, wie kommt ihr denn dahin? Ach, könnt ihr nur da oben rausgekommen sein. Da habe ich nichts, das ist mir gerade egal. Ich werde draufgehen. Oh ja, mein Kenny Gott, wird gefickt. Die werden mich auseinanderbomben. Die sind echt stark. Ich habe eine Angriffswertung von 16. Ich weiß nicht. Ich kann versuchen, zu dir zu kommen, aber bis ich bei dir bin. Bei mir bist du einer, da haben wir schon. Feuerwerk vorbei, glaube ich. Da ist schon das nächste da gebaut, ey. Um Gottes Willen. Diplomatie. Kann ich Diplomatie machen mit denen? Nein. Die machen gleich Diplomatie mit dir. Das ist jetzt traurig. So schnell geht's vorbei. Wieder. Ach Gott. Was ist denn jetzt wieder? Zeit, warum? Okay, ich kauf schnell meine Raketenbasis. News. Ach ja. Oh, du hast den dritten Planeten kolonisiert? Ich? Mhm. Ja. Ich? Ja, ich frage mich gerade, wie du das so schnell mitbekommst. Was gibt's darüber nach? Ja, ja, hast du keine? Nee, aber ich krieg ein Video halt, dass, wie das Schiff hier landet. Ja, ich habe in der Zeit Nachrichten gekriegt. Oh, okay. Wir wissen also, alles, Arno. Also, geheim machen ist das ist schlecht hier in dem Spiel. Ich wollte gerade sagen, das Ding jetzt läuft echt gut. Wozu brauchst du überhaupt Spionage, wenn jedes Ding, was du hier tust, über GNN geteilt wird? Wir haben Ching entdeckt. Geil. Ach Gott, ey, wir gehen gleich drauf. Ach, die Piraten fliegen auch zu uns. Ja, geil. Das ist ja schön. Oh Mann, Leute, das wird übel. Eventuell ist bei mir gleich vorbei. Oh. Halt du mein Together. Aber diesmal nur, weil ich rausgebombt wurde. Und das auf einfach. Jetzt kriege ich tatsächlich eine GNN-Nachricht. Was du selber gemacht hast, oder was? Ja, die Bulrati haben nun drei Planeten unter ihrer Kontrolle. Gratuliere. Bei dir sind sie ein bisschen langsamer. Wo ist Homburg gemacht? Ist echt ein bisschen strange, oder? So. Mach das Ding. Meine Wesen schauen schon irgendwie geil aus. Sollen wir euch kurz allein lassen, oder? Nee, schon fertig. Brauche nicht so lang. Wir sind da. Anführer Marcel ist kurz davor zu gehen. Das ist mir alles hier nichts wert. Nee, nee, nee. Regattenkapitän. Nee. Nee, Marcel. Sorry. Du bist so scheiße. Du bist scheiße, ey. Kenny, kennst du Deli, das System? Nö. Okay. Ich kenn Pavo, Rotan, Desmos, Ching, Njalk, Madira, Malor und Tigrist. Dieses Weiße, was neben dem Gelben ist, das heißt dem Deli. Da wäre ich gerade. Ich habe gerade ein bisschen andere Sorgen, weil es tut mir leid. Eventuell kämpfe ich gleich das ganze Universum, als die, die als erstes ausgerottet wurden. Das Geile ist, ich komme hier gar nicht weiter von da. Okay. Ich könnte gar nicht zu dir fliegen von da aus. Okay. Ja, ich habe auch festgestellt, Dinge. Ich komme da echt nicht weiter. Was soll denn der Shit? Na gut. Gerne in die andere Richtung, ne? Wie habt ihr solche Sachen erforscht? Solche Anomalien oder was da gibt? Einfach mit dem Schiff drauf. Und drauffliegen. Irgendeinem? Ja. Okay. Bisher ja. What you thought was another primitive planet appears to be teeming with life. Dann schauen wir mal, ob die Fregatte was. Oh, Leute, der Krieg steht kurz bevor. Viel Glück, Kenny. Ich gucke aus der Ferne zu.
Vielleicht sehe ich da was explodieren. Dann siehst du nur so einen Mülleimer vorbeifliegen am Fenster, so, hui, das war der Kenny. What? Ich habe die Zargonia entdeckt. Landwirte. Das wird übel. Das wird echt übel gleich. Ich werde gleich hart drauf gehen, glaube ich. Okay, cool, die erste Zivilisation. Anno? Erbringt jeder in dem System befindlich. Ja, ja. Unterentwickelt irgendwie hundeähnlich. Sie erkennen mich als technologisch überlegen an. So ende ich auch gleich. Mein Meister. Kannst du mit denen ja noch nichts machen, oder? Ne, hier steht investieren, aber ich habe nicht so viele Credits. Doch, warte mal, ich hätte so viele Credits. Warte mal. Maximum. Ne, ich habe einen Geldspeicher auf. Oh, zufälligerweise geht sich's aus. Ja, ne, ja. Man tut, was man kann, wa? Ich habe mein System mal umbenannt, passend zu dem Ganzen. Heißt in Peace. Das Ende. Die fallen gleich auf das Ende 2 ein. Du könntest doch hinschauen, Umleitung vielleicht. Beendet sie das. Schon warte. Hier geht's zum anderen. Du kommst hier nicht rein. Du kommst, geht nicht. Es geht nicht. Du kommst. Nein, nein. Du willst doch, dass sie nicht dein System betreten. Also nenn dein System einfach, hier beginnt die 6 Kilometer lange Autobahnbaustelle oder irgendwie sowas. Dann macht die automatisch einen Umweg. Oh Gott, ist es denn Schlappe des Jahrhunderts? Schlappe des Jahrhunderts? Ist das Kenny? Was hast du? Deine Siegchancen sind aber günstig. Unausweichlich. Ich hab sie. Easy, gar kein Problem. Echt? Okay. Hä? Dann ist da die eben so gruseligen Wesen sehen hier aber sehr demütig aus auf dem Bild. Bald schon wird die Galaxie unter der Macht der Antarana zerquetscht. Schnappe des Jahrhunderts. Jo. Holen Sie eine Raumfabrik und bauen Sie ein Asteroidenlabor, um die Untersuchung zu beginnen, okay? Nicht einfach nur drüber fliegen hier, haben wir schon gedacht. Ja, ihr könnt wieder zurückfliegen, ich brauche ihn nicht mehr, ihr könnt wieder erforschen gehen. Fliegen hast du den echt fertig gemacht? Ja. Nice. Weißt du, da schiebt er 6000 Runden Panik und am Ende erst dann rumheulen. Mi. Ich habe nicht einen einzigen verloren, aber die hat halt so eine mega Angriffskraft. Ich wusste nicht, dass mein Planet so Baba ist. Baba Walla Schwör. Der Baba. Du bist Baba. Wie du dich bewegst in deinem Outfit, Baba. Ja, okay. Ja, war selber beeindruckt. Gleichzeitig angewidert von mir. Okay, sonst nur vom Geschlechtsverkehr. Alles klar. Das war wieder einer dieser Momente. Ich glaube, das öfter die Momente, wo ich einfach die Fresse halten soll. Und wieder ein Zuschauer weniger. Oder mehr. Es kommt immer drauf an, welches Klientel man gerade zieht. Gerade irgendwie nichts auf RTL läuft, hast vielleicht Glück. Ey. Ey. Vorsicht. Bedrohliche Flotte entdeckt. Ja, das bin ich. Ja, die Billo-Piraten, da kommen wir her. Euch mache ich mit verbundenen Augen, mache ich euch lange. Und geht die eigenen. Wahrscheinlich tot. Ha, verdammt. Doch nicht. Müssen wir ja da hinkommen. Naja. Wow, im Ching-System ist gar nichts. Ching. 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 Ich sollte mir für das Erkunden eventuell doch eher ein Speer bauen, oder? Das Schiff jetzt eigentlich weg? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe auch noch keinen Speer. Wenn ihr einen zivilen Transporter gebaut habt, ist der dann weg, wenn man ihn eingesetzt hat? Ich denke mal nicht. Denke ich mal schon. Der bringt doch Kolonisten von deinem Planet zu der nächsten Kolonie. Ja, aber ich dachte, dann steigen die aus und das Schiff kann vielleicht zurückfliegen. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Kann's nicht so. Dumm gelaufen, ne? Belastend.
Also meine Forschung hier wieder ein bisschen antreiben. Raketenbasis it is. Boah, nachdem mir gerade so viel Panik ausgebrochen war. Oh, das war ein Blubberchen, oder? Ja, ich frag mich gerade, was hinten im Aquarium los war. Ich geh mal eben gucken. Ich dachte, es wär ein Kenny-Darm. Ich glaube, so flüssig klingt das bei ihm dann vielleicht. Moment mal eben. Warum habe ich denn Streik? Was mache ich denn bei Streik? Streiken? Wegen den Kosten. Die waren nicht da. Ach so, meinst du wegen den Steuern? Ja. Naja, ich nehme 43 ein. Aber meine Steuern habe ich wieder zurückgesetzt auf 3. Na komm, mach ich auf 2. Ist auch okay. Ich habe halt echt nur einen Bewohner. Auf dem zweiten Wohnsitz. Hast du mehr? Wo denn? Auf meinem zweiten Planeten? Ja. Da habe ich inzwischen 4. Okay. Ja, du musst auf Nahrung setzen am Anfang, Valvo. Da kannst du nicht produzieren, du musst auf Nahrung gehen. Ja, ich mache jetzt gerade Vollproduktion. Ja, bringt dir dabei leider nichts, dann kommst du nicht voran. Das hat schnell rushen irgendwie. Ja. Schnell rusten. Und was los, Anno? Ich vermute mal, irgendwas hat sich im Filter verhangen und dann irgendwann hat sich's frei geschaufelt. Und dann kam es oben aus diesem. Also der Filter steht ja am Boden, dann geht es über ein Schlauchsystem hinten übers Aquarium oben wieder rein. Und da hat es wahrscheinlich dann irgendwann so. Und sich die Kotze aus dem Filter reingeblubbert, keine Ahnung. Lecker! So. Die Kotze aus dem Filter reingeblubbert. Ja. Du hast die mitgekriegt, ich habe meine Steuern jetzt gerade nochmal gesenkt. Ich nehme trotzdem noch 26 pro Runde ein. Ich nehme 28 pro Runde ein. Ich nehme 2. Ich muss meine wieder erhöhen. 2 pro echt? Boah, what? 2? Was ist denn da los bei dir, ey? Hat dein Anführer nicht schon gekündigt? Nee, der eine ist noch da. Achso, okay. Ich habe die Steuereinnahmen hochgesetzt, aber ich habe halt einen Dude auf dem zweiten Wohnsitz. Ich gehe total auf Produktion. Muss das dann eh umswitchen. Okay, du bist fertig. Ja, stimmt. Degon? Nee, ich hab mit meinem Schiff geredet, Valvo, nicht mit. Valvo? Hm? Degon, den Planeten, kennst du? Nee. Okay. Oh mein Gott, ich hab Fox entdeckt. Freunde, ich hab Fox entdeckt. Gelb? Ja. Okay. Du kannst dich aber auch nicht nach rechts bewegen, oder? Von dem Gelben weg. Von welchem Gelben denn? Ich hab mehrere Gelbe hier. Von Degon. Ich dachte, du kennst Degon nicht. Ja, ich vermute mal, dass es neben Deli ist. Du hast ja gesagt, du möchtest zum Gelben und möchtest dann zu dem Weißen und dann runter. Also Degon ist bei mir neben dem Wurmloch, rechts vom Wurmloch. Ach, rechts davon, okay. Kannst du da runter? Nee, oder? Ich muss erstmal in das System rein. Okay. Würde mich überraschen, wenn du runter könntest. Weil unterhalb von diesem Degon ist dann Deli, dieses Weiße. Ja, da drunter ist ein weißer Planet auf jeden Fall, ein weißer Stern. Ich denke mal, du musst rechts rumfliegen. Ich schau mal. Ich fliege nur mit dem Kolonieschiff. Eventuell ist auf dem Planeten gleich was, dann ist es sowieso erledigt. Und ich habe festgestellt, wichtig ist einfach in jeder Kolonie auf jeden Fall Verteidigungsschiffe haben. Diese ganzen Wege, die man hat. Sagt er und hat nichts mehr auf seiner Sumpfkolonie. Ja, geil. Mhm. Diese Wege, die man hat, das ist echt
belastend. Auch echte dringenden, schnelleren Antrieb bald. Ich bin schon ein Völkchen, was sich eigentlich schnell voran bewegt. Ja, genau das Richtige ausgewählt. Nicht. Schiffchen ist jetzt auch schon ein bisschen im Arsch. Sollte ich mal reparieren. Bald 100 Runden. Ja. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Wow. Wo siehst das du war jetzt diese Pause. Wo siehst du eigentlich die dann, Runden an? Ja. Ach, da. Okay, Moment. Eine Flotte, jo. Wartet ihre Befehle, jo, man. Da, Runde 96, weißt du, das, da hast du selten hingeschaut, das ist da, wo nächste Runde steht. Weißt du, ich höre auch, Kenny, hörst du auch so ein ständiges Mimi hier im Unterton, das ist so ganz leise, das ist ganz viel dran. Kommt zwischendurch mal vor, ja. Ist eine Fehlfunktion von Skype immer. So, den Piratenbomben einfach mal weg. Danke. Oh. So, meine Panikfregatten sind dann auch da. Panikfregatten? Ja, die ich noch versucht habe zu bauen, als ich angegriffen wurde, aber das war ja Peanuts. Das Schöne ist, dass ich noch keine Umweltverschmutzung habe. Das, was mir dabei ein bisschen Angst macht, ist, wann fängt das denn an mit der Umweltverschmutzung? Boah. Boah, wenn der Text ein bisschen größer wäre, wäre schon ganz geil. Du hast schon Verschmutzung. Also ich habe auch schon Verschmutzung durch Industrie und Bevölkerung. Aber das Biom säubert halt derzeit noch weg. Sobald wow, du dieses, sobald du die, das, also das Biom bei mir ist halt, Säuberung, Biomtoleranz 40. Sobald ich mehr als 40 Schmutz erzeuge, gehst du halt ins Plus bei, also zumindest bei meiner Stadtkolonie gerade. Ich habe bei mir Verschmutzung durch Industrie 23.000, ne, 23, okay. Ich dachte gerade, das wären 235.000, Alter. Hui, hui, hui. Okay. Hm. Komm, machen wir nochmal Credits raus, dann habe ich gleich den Speer fertig. Du möchtest noch irgendwo hingeschickt werden, dann flieg du mal dahin, bitte. Oh, das sieht gut aus. Ja, geil. Mein Kolonieschiff. Wo ist es? Wo ist mein Kolonieschiff? Das fliegt dahin. Oh, nee, da ist doch Gefahr. Flieg mal hier hin. 23. Gefahr. Das sieht aus wie bei Dingens hier, bei 112. Ja, ein bisschen. Meine Fregatten haben inzwischen 11 Angriff und 10 Verteidigung. Das ist schon stark. So. Hast du dieses gelbe System schon erkundet? Liebe Freunde da draußen, es ist mal wieder Zeit, dass wir uns verabschieden müssen. Ich weiß, ich mache mich damit von Runde zu Runde beliebter, glaube ich. Das ist echt Hammerlaune, ey. Jo, wir danken uns wie immer fürs Einschalten da draußen. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken, ihr kennt den ganzen Quark. Schaut beim Kenny vorbei, schaut beim Valvo vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Hummel, hummel, moss, moss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.